Die Japaner sind richtig sauer und das, wie ich finde, auch zu Recht. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, läuft momentan die Olympiade, die Olympischen Spiele in Frankreich. Und direkt an einem der ersten Tage, vielleicht sogar, ich glaube der erste Tag sogar, wo richtig Wettkämpfe stattgefunden haben, gab es einen Skandal, der Japan komplett in Aufruhr versetzt hat. Und ich würde sagen, wir schauen uns das auch direkt mal an. Hier befinden wir uns jetzt auf X und hier seht ihr einen Tweet, der 9,5 Millionen Mal angeklickt worden ist. Und das ist ein Tweet von gestern, ne? 27. Juli, seht ihr auch, und zwar nachmittags 8.43 Uhr. Und hier sehen wir in diesem Clip, wir können da mal drauf gehen. So, hier sehen wir das, Judo, also Judo würden wir auf Deutsch sagen. Und hier sehen wir, der Schiedsrichter geht hin und sagt Mate, ja, also Stopp sozusagen. Das ist im Judo ist das so, ne, das wird dann gemacht. Dann normalerweise müssen die auseinandergehen. Guckt ganz genau hin und denkt, dass der Japaner irgendwie bewusstlos geworden ist anscheinend und entscheidet, dass der Spanier, wir sehen hier auch, der Japaner, der den Post gemacht hat, hat das ganz schön die Folge dargestellt. Wir lassen das mal automatisch übersetzen. Das war sehr lustig, deswegen machen wir das. Der Schiedsrichter wartet. Nein, das ist natürlich, da sehen wir auch, wie Übersetzung so ein bisschen falsch gehen kann, ne? Also, Shinpanga Mateo Kakeru, ja? Also, der Schiedsrichter sagt Mate und das heißt warten. Nach diesem Zeichen sollten die beiden Judo-Leute eigentlich auseinandergehen, ja? Der Schiedsrichter sagt, okay, hier erstmal auseinander, hier ist erstmal Stopp. Da er nun warten musste, entspannte Nagayama seine Kräfte. Ist auch geil. Also Nagayama ist der japanische Judoka dort, ne? Und er entspannt natürlich nicht seine Kräfte, sondern Chikara Onuke sagt man auf Japanisch, er nimmt die Kraft raus. Weil er vom Schiedsrichter gehört hat, warten, ne? Was für ihn das Zeichen ist, okay, ich muss meine Kraft rauslegen. Das Problem war aber, und das sehen wir hier, Garrigós oder der Spanier setzte seine Strafungstechniken fort und Nagayama, der sich entspannte, wurde fälschlicherweise für eine Ohnmacht gehalten. Genau das war das Problem. Der Spanier hat einfach weiter gemacht, weiter seine Technik angewendet, was eigentlich ein Regelverstoß ist und weshalb die Japaner jetzt sagen, eigentlich hätte der Spanier wegen Regelverstoß das Match verlieren müssen und der Japaner gewinnen müssen. Denn nachdem Mate gesagt worden ist, müssen die auseinandergehen und dürfen nicht weitermachen. Aber der Spanier hat einfach weitergemacht und hat sozusagen ausgenutzt, dass der Japaner seine Kraft rausgenommen hat, weil der Japaner hat ja gehört, ey, hier, wir müssen warten, hat weitergemacht und der Schiedsrichter ist hingegangen und hat geguckt und hat den Japaner für ohnmächtig gehalten und hat deswegen dem Spanier den Sieg gegeben, was irgendwie komplett unverständlich ist, ne? Und wir sehen hier auch, der Schiedsrichter sah dies und sprach dem Gegner einen Ippon-Sieg zu. Na, das ist gar nicht so schlecht übersetzt. Beim Ergebnis des Schiedsrichters gab es einen Sturm von Buhrufen im Stadion. Genau. Die Leute im Stadion sind richtig abgegangen, weil natürlich jeder, der halbwegs was von diesem Sport versteht, sieht, dass das eine offensichtliche, klare Fehlentscheidung war. Und trotzdem wurde die Entscheidung so durchgezogen. Und das ist eine Sache, die ich persönlich auch nicht verstehe. Denn ich meine, diese Fehlentscheidung ist dermaßen offensichtlich. Beziehungsweise, warum, wenn der Schiedsrichter sagt, Mate, also wartet, geht auseinander und er sieht, dass der Spanier weitermacht. Warum wird das nicht geahndet? Denn dieses Zeichen heißt ja eindeutig, geht auseinander. Dafür ist das Zeichen ja da. Und der Spanier macht einfach weiter. Und das ist jetzt in Japan, ihr habt gesehen, der Tweet ist 9,5 Millionen Mal aufgerufen worden. Es gibt noch ganz, ganz, ganz viele Zehntausende, wenn nicht sogar über 100.000 Tweets von Japanern dazu, die sich darüber aufregen. Die sagen, was um alles in der Welt ist mit diesem Schiedsrichter los, die jetzt herausgekramt haben, dass diese Schiedsrichterin schon in der Vergangenheit Fehlentscheidungen getroffen hat. Und ich finde das ehrlich gesagt, also ich habe mein ganzes Leben lang viel Sport gemacht, ich habe Tischtennis gemacht, ich habe Schwimmen gemacht, ich habe viele, viele Sportarten gemacht, ich mache jetzt auch ein bisschen Kickboxen und so. Und ich finde, es ist einfach nicht fair den Sportlern gegenüber, gerade bei so einem Großereignis wie Olympia, dass man da einen Schiedsrichter hinstellt, der irgendwie in der Vergangenheit schon aufgefallen ist oder einfach eine so offensichtliche Entscheidung. Ich meine, das hätte rückgängig gemacht werden müssen, diese Entscheidung. Und man hätte sagen müssen, okay, der Spanier hat hier weitergemacht, obwohl er nicht hätte weitermachen dürfen. Und eigentlich, das sollte zu einer Disqualifikation führen hier und der Japaner sollte das Ding gewinnen. Das ist eigentlich das, was man machen sollte und so ist halt das Problem, dass die Schiedsrichter meines Erachtens nach einfach an Ansehen komplett verlieren. Jetzt heute, morgen, übermorgen, ne, in verschiedenen Gewichtsklassen findet noch Judo statt. Das überschattet den Sport, das ist nicht gut für die Sportler, das ist nicht gut für Sport generell, sondern da sollte man als Schiedsrichter dann auch einfach sagen, okay, ich habe da eine Fehlentscheidung getroffen, beziehungsweise wo sind andere Schiedsrichter?
Schiedsrichter da irgendwie noch gewesen. Ich meine, jeder, die ganze Welt hat gesehen, dass das Ding eindeutig falsch entschieden worden ist. Und es ist auch nicht irgendwie jetzt so ein Ding, wo man sagen könnte, ja, da hätte man so entscheiden können, aber auch so. Nee, das ist eine eindeutige Fehlentscheidung. Das sieht auch wirklich jeder. Und da gibt es auch eigentlich niemanden, der das irgendwie bestreitet. Weil ich meine, was da los? Das wollte ich euch einfach mal mitteilen, dass diese News gestern Abend in Japan richtig, richtig heftig gegangen ist. Natürlich auch im Fernsehen wird es diskutiert und so. Weil Judo, also Judo heißt auf Japanisch, ist für Japan super wichtig. Ja, die Japaner sind eigentlich weltweit mit die Besten da drin, haben bei den Tokio Olympischen Spielen auch viele, viele Goldmedaillen geholt im Judo. Und das ist wirklich innerhalb Japans, ne, diese Kampfkunst, Karate, Judo, das sind ganz, ganz wichtige Dinge hier, die auch wirklich sehr hoch bewertet werden. Und wenn man da an Olympia teilnehmen darf als Japaner, hat man sich halt durchgesetzt gegen all die anderen Japaner. Und allein das ist schon super, super schwierig. Wie seht ihr das Ganze? Macht ihr selbst auch Judo? Habt ihr davon mitbekommen? Ich fand das halt ganz interessant und weil es Japan so einen Aufruhr gebracht hat, wollte ich euch das hier im Video auch einfach mal erzählen. Falls ihr mich und meine Arbeit unterstützen wollt, schaut gerne in die Videobeschreibung. Da gibt es einige Links, über die ihr das natürlich tun könnt. Meine Online-Kurse sind noch im Sonderangebot. Schaut also auch da gerne mal vorbei. Oh ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bye, bye.